Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben hier Anträge vorliegen von den Grünen und der FDP, die eines gemeinsam haben. Beide wollen prinzipiell eine EU, die in der Weltpolitik mitspielt und als Global Player agiert, auch mal militärisch. Und genau da unterscheiden wir uns als Linke von FDP und Grünen. Wir wollen ein friedliches und soziales Europa. Wir wollen eine zivile Europäische Union. Und was wir nicht wollen, ist eine weitere Großmacht auf der Welt, eine Europäische Union, die Soldatinnen und Soldaten in alle Welt schickt. Das wollen wir nicht. Und deshalb sagen wir klar Nein zu diesen vorgelegten Anträgen. Der scheidende Kommissionspräsident Juncker hat einen schönen Begriff erfunden für diese Europäische Union, die Weltpolitikfähigkeit. Jetzt habe ich zur Kenntnis genommen, dass sich Grüne und FDP diesen Begriff zu eigen machen. Das klingt nicht nur nach Großmachtpolitik, sondern genau das ist damit gemeint. Die EU will mitmischen im Konkurrenzkampf der Großmächte, und dafür soll sie auch hochgerüstet werden. Und genau das wollen wir nicht. Übrigens habe ich mit Interesse in dem Grünen-Antrag gelesen, auch die Grünen sind dafür, dass die EU weltpolitikfähig wird. Und die deutsch-französische Brigade und das europäische Lufttransportkommando sind für sie, Zitat, wertvolle Ansätze gelebter Zusammenarbeit in Europa. Nee, oder? Wir sagen dazu Nein. Und was wird gerade nicht alles diskutiert in diesem Bereich? Wir brauchen keine EU-Armee und auch keinen europäischen Flugzeugträger. Das ist völlig absurd. Und auch kein europäisches neues Spezialkampfflugzeug. Und nein, auch keine europäischen Atomwaffen. Und natürlich auch keine dann im Übrigen bewaffnete Eurodrohne. Das sind alles Vorschläge, die gerade rumgeistern. Das ist Aufrüstung. Und die wird nicht besser, wenn der EU-Stempel drauf ist. Und wir lehnen es ab, das Einstimmigkeitsprinzip in der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik zu schleifen. Denn worauf läuft es denn heraus, dass die Regierung einiger großer EU-Mitgliedstaaten die Außenpolitik unter sich ausmachen? Der Rest bleibt außen vor, nämlich die schwächeren EU-Mitglieder. Und es bleibt außen vor der europäischen Öffentlichkeit. Wir sind klar gegen diese Aufhebung des Einstimmigkeitsprinzips der Europäischen Union. Sie wollen die EU zum Global Player machen und gleichzeitig die Vormachtstellung der großen EU-Mitglieder gegen die kleinen durchsetzen. Eine deutsche Dominanz in Europa ist der völlig falsche Ansatz. Und Herr Röttgen, wenn Sie sagen, Rüstungsexporte wären notwendig, weil man sie abstimmen müsse mit Frankreich oder Großbritannien, ich sage Ihnen klipp und klar, die Rüstungsexporte werden auch nicht besser, wenn sie mit Frankreich oder Großbritannien abgestimmt wird oder wenn der EU-Stempel drauf ist. Rüstungsexporte müssen beendet werden, insbesondere in solche Länder wie Saudi-Arabien. In der letzten Sitzung vor der Europawahl hat das Europäische Parlament den Europäischen Verteidigungsfonds beschlossen. 13 Milliarden Euro, im Übrigen alle Fraktionen ansonsten hier dafür. Wir sagen, diese Formulierung, dass das Industrieförderung ist, ist nichts anderes als eine Trickserei. Hier wird der Lissabon-Vertrag 41.2 direkt umgangen. Und klipp und klar, es dürfen keine Gelder des EU-Haushaltes für Militärisches benutzt werden. Und deshalb ist dieser europäische Verteidigungsfonds falsch und wir lehnen ihn ab. Und er ist nur was Zusätzliches für die Rüstungsindustrie. Das ist falsch und das wollen wir nicht. Und es gibt ein Military Mobility Programm, Kostenpunkt 6,5 Milliarden Euro. Das soll die gesamte Infrastruktur der Europäischen Union, wie es so schön heißt, panzertauglich gemacht werden. Ich kann nur klar sagen, nein, dieses Military Mobility Programm der Europäischen Union wollen wir nicht. Auch das ist Aufrüstung und auch das lehnen wir ab. Denken Sie bitte an die Redezeit. Abschließend, liebe Kolleginnen und Kollegen, der Antrag der Grünen und der FDP ist im Kern eine Befürwortung der militärischen Komponente der Europäischen Union. Dazu sagen wir Nein. Deshalb werden wir beide Anträge ablehnen. Vielen Dank. Vielen Dank, Tobias Pflüger. Die nächste Rednerin, Dr. Katja Leikert, redet aber nicht. Gibt ihre Rede zu Protokoll. Und der nächste Redner, Dr. Nils Schmidt, redet auch nicht. Gibt es auch zu Protokoll. Der nächste Redner
Ach, Sie stehen schon da. Entschuldigung, ich habe geguckt, wo steht er? Mario Miruch, Sie haben jetzt das Wort. Geht ja.